Hallo und willkommen zurück bei Asterix und Obelix XXL. Wir sind ja das letzte Mal hier geschossen worden und hier war ein Smiley im Wasser, den sieht man jetzt leider überhaupt nicht mehr. Ich habe seit der letzten Aufnahme auch ein bisschen geschnitten und ich werde den Sound jetzt so belassen. Tatsächlich nur 2 Punkte Sound, aber 10 Punkte Musik. Das ist jetzt meiner Meinung nach die beste Abmischung, die ich so treffen kann. Es ist im fertigen Video eigentlich annehmbar. Es ist nur immer noch erstaunlich für mich, wie krass laut der Sound eigentlich ist, wenn man das mal mit der Musik vergleicht. Die Musik gehört für mich einfach hier in den Mittelpunkt. So, hier eine ganz, ganz miese Welt. Dieser Bereich hier. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Kisten erst kaputt machen, wenn wir oben waren. Ich glaube, da gibt es nämlich einen ziemlich hohen Multiplikator. Das holen wir uns erstmal nur die Multiplikatoren und machen dann hier oben die Kisten kaputt, weil ich glaube, irgendwo hier, da ist noch ein Zehnfacher. Ich glaube, das waren alle Multiplikatoren und dann werden wir hier mal schön diese Insel räumen. Zum Glück bin ich da eben nicht reingefallen. Da ist zwar noch ein Lorbeerkranz, wäre es aber natürlich eine ziemliche Verschwendung, da reinzuspringen, wenn wir hier einen schönen Multiplikator haben. Der macht schon einiges aus. Aber irgendwo war hier noch einer. Es gab mal eine Zeit, da wusste ich praktisch für jede Kiste im Spiel so ziemlich, was da drin ist. Und wusste genau, welche Kisten ich zerstören muss, weil da Multiplikatoren drin sind. Jetzt ist das alles nur noch so eine dunkle Erinnerung, so eine Ahnung. Und ich denke, ja, früher bin ich hier erstmal hochgegangen und habe da irgendwo Multiplikatoren eingesammelt und dann bin ich runter. Aus irgendeinem Grund bin ich früher an den Kisten vorbeigelaufen und habe die nicht kaputt gemacht. Ja, na gut, was soll's. Hier haben wir natürlich auch wieder verkackt, die Centurio-Helme zum Schluss eingesammelt, als der Multiplikator schon längst wieder vorbei war. Aber, ihr seht ja, wenn man einfach fleißig beibleibt, die Helme einsammelt, ab und zu einen Multiplikator benutzt, alle Kisten kaputt macht, an denen man vorbeikommt, da hat man irgendwann keine Lust mehr drauf und wird so ein bisschen faul und nachlässig. Wenn man das allerdings tut, dann bekommt man auf jeden Fall genug Helme, um sich alles kaufen zu können, was man so braucht. Und ich glaube, Energie oder ein Schild habe ich mir noch nie gekauft bei dem Händler. So, jetzt wollen wir hier aber reinspringen und den 8. von 12 Lorbeerkränzen bekommen. Sehr gut. Wie gesagt, ich weiß, dass ich hier schon mal alle Lorbeerkränze gefunden habe im Griechenland. Ich weiß aber nicht, ob wir sie jetzt auch alle finden werden. Könnte sein, aber ich werde jetzt mal lieber nichts versprechen. Deshalb auch kein 100% durchspielen versprochen am Anfang, weil ich nicht weiß, ob ich es halten kann. Und ehrlich gesagt, habe ich irgendwie auf sowas auch mehr gar keine Lust. Ich habe keine Lust, irgendwie durch eine Welt zu gehen, wo ich schon alle Gegner besiegt habe und die ich eigentlich durchgespielt habe, nur um noch zu gucken, ob vielleicht irgendwo so ein Helm rum, so ein Lorbeerkranz rumliegt. Also diese Sammelaufgaben, da halte ich irgendwie nichts von. Das ist sogar in Saints Row so, wo mir die einsammelbaren Gegenstände irgendwann auf der Karte angezeigt werden. Und das werden sie ja auch in Sleeping Dogs. Aber selbst da bin ich irgendwie zu faul, um überall hinzugehen und das einzusammeln. Selbst wenn auf der Karte draufsteht, wo es ist. Das einzige Mal, dass ich das wirklich gemacht habe, war in GTA San Andreas. Da habe ich das mal gemacht mit einem Lösungsbuch im Anschlag und habe da alle Graffitis geholt und alle Austern, glaube ich, und alle Hufeisen. Alles, was man so einsammeln konnte, das habe ich einmal gemacht, aber dann auch nie wieder. Also das ist so eine Sache, mache ich einmal, um irgendwas zu bekommen, irgendwas zu erreichen, aber dann hat sich das auch wieder gegessen. Sehr schön, den hier hatte ich schon wieder vergessen, haben wir aber nochmal Glück gehabt, dass wir den gefunden haben. Weil ich muss mal sagen, Asterix als Grieche sieht echt cool aus. Der hat wirklich was. Hier hinten ist, glaube ich, wieder so ein Bereich, da muss man nicht hingehen. Und den kennen wahrscheinlich auch einige nicht, aber ich gehe da ganz gerne hin, weil es ein schöner Bereich ist mit dem netten Kampf und einer netten Umgebung und so. Aber ist halt auch wieder ein optionaler Bereich, obwohl das hier so aussieht, als ob das richtig wäre. 50. 49. Der gehört auch schon zum Kampf dazu. Ein sehr, sehr cooler Kampf, wieder mit dieser richtig schönen griechischen Musik. Das wollen wir jetzt einfach mal genießen, diesen geilen Kampf. Hier kommen auch am Ende wieder Gladiatoren, bin ich mir relativ sicher. Das ist komisch, bei manchen weiß ich das ganz genau. Wir werden mal mit dem Multiplikator da noch warten. Oder? Warten wir damit noch? Wir könnten warten, bis der Centurio kommt, weil wir dann mehr Helme bekommen. Aber wir machen das jetzt einfach mal so. So, dick Punkte bekommen. Man könnte mal, was mich an den Kämpfen hier am Anfang noch sehr stört, ist, dass die Dichte der Gegner sehr, sehr dünn ist. Also, ich fände es sehr viel schöner,
wenn die Gegner dicht auf dich stehen würden, anstatt so einzeln anzukommen. Das finde ich überhaupt nicht gut, weil dann kein richtiger Flow reinkommt irgendwie. Ja, wir kämpfen hier gegen die, aber ein Römer, hier ist noch einer, da ist noch einer, hier ist einer. Also man kann es ja wirklich an einer Hand abzählen, die sich gleichzeitig auf dem Bildschirm tummeln. Und das finde ich ein bisschen doof. Ich will eigentlich viel, viel mehr Gegner auf einmal. Und jetzt kommt der Gladiator mit seinen scheiß Löwen. Fress die! So. Die Löwen sind einfach der Hammer. Die sind so geil. Oh, sogar zwei. Nee, Obelix muss den Gladiator besiegt haben. Ansonsten wäre es zwei Gladiatoren gleichzeitig. Und ich glaube, sowas gibt es nicht. Also, zwei Centurios gleichzeitig haben wir schon öfter gesehen, aber zwei Gladiatoren irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. So. Das ist cool, man kann so echt seinen Spaß haben hier. Wunderbar. Ist hier in der Gegend nicht noch was? Nein, da ist nichts. Okay, dann gehen wir mal gleich weiter. Hier hinten ist kein Trampolin, ein Katapult, was uns weiterbringt zu dem nächsten Bereich. So, volle Energie und weiter geht's. Wo wir jetzt hingeschleudert werden, ist allerdings ein Bereich, da hätten wir auch hinlaufen können. Aber wenn wir so rüberfliegen, kriegen wir noch einen Lorbeerkranz. Wunderbar. Und hier kämpfen wir schon weiter noch, bevor überhaupt die Kamera hinterhergekommen ist. Auch eine geile Sache. Ja, also hier wären wir auch so hingekommen. Das ist einfach nur dieser kleine, nette Umweg, den ich gerne mache. Und wir bekommen ja auch noch zwei Lorbeerkränze dafür. Also nochmal eine kleine Extra-Belohnung für die fleißigen Spieler. Und ich glaube auch hier... Ich glaube, hier ist irgendwo in der hintersten Ecke, links hinten von unserem momentanen Standpunkt aus, in der Kiste ein Multiplikator. Ich glaube, den müssen wir hier zuerst kaputt machen. Nee, oder war das der? Nee, hä? Irgendwo war doch ein Multiplikator drin, oder? Oder war das an der vordersten Truhe? Habe ich mich jetzt selbst verarscht? Bäh. Vielleicht war hier auch gar keiner. Nee, es war anscheinend gar keiner. So, hier können wir jedenfalls rauf. Und dann hauen wir hier mit Obelix noch ein paar Kisten kaputt. Und da seht ihr, da kommen auch schon Gladiatoren und Löwen. Die kommen, weil wir jetzt Obelix spielen. Und der Gladiator stellt sich da auf diese Druckplatte, damit die Falltür aufgeht. Und das ist natürlich sehr schlecht, weil wir genau da langlaufen müssen, wenn wir mit Obelix das Seil ziehen sollen. Für die Plattform, auf der sich Asterix befindet. Also wir müssen auf jeden Fall erst einmal hier die ganzen Löwen und die Gladiatoren besiegen. Ansonsten kommen wir hier nicht vorbei und werden in die Falltür reinfallen. Eigentlich eine sehr coole Sache, dieses Element. So, da werden wir praktisch gezwungen, diese Gegner hier zu besiegen, obwohl sie überhaupt keinen Kampfriegel blockieren. Also das ist komisch eigentlich. Das ist was Besonderes, sowas gibt es nicht oft. Genau, ein Gladiator ist noch da. Mann, ich bin aber in letzter Zeit ein bisschen unachtsam, ne? Die ziehen relativ viel Gesundheit ab. Und jetzt müssen wir nochmal genau gucken. Oh, ja, da kommt noch einer. Meine Güte. Bam! So. Ich glaube, der nächste wird sich nicht mehr trauen. Ne, gut. Hier gibt es auch sehr viele Kisten. Da kommen wir vielleicht im Endeffekt auf 100 Helme oder so. Eigentlich lohnt sich das nicht. Wir werden die Kisten hier mal überspringen, die hier im Stadtzentrum sind. Die mache ich eigentlich nie kaputt, weil es wirklich fast nichts bringt. Also das ist nicht wirklich lohnenswert. Da ist mir die Zeit zu schade für. So, hier sind wir vorhin langgelaufen für den Lorbeerkranz. Und da ging es weiter zu dem Katapult da hinten in der Ecke. Also wir hätten hier, wo wir hinkatapultiert wurden, die ganze Zeit auch so hinlaufen können. So. Ich bin mal so quietschend. Da ist auch Idefix wiedergekommen. Ich hatte mich schon gefragt, da war irgendwie weg. Das passiert manchmal, dass da irgendwie zwischen einem Gitter durchläuft oder so und dann erstmal verschwunden ist. Und irgendwann ist er plötzlich magischerweise wieder an deiner Seite. Das ist immer ein bisschen merkwürdig. So, und hier müssen wir auch erstmal den Klotz verschieben. Und ich glaube, auf der anderen Seite vom Klotz ist auch ein Lorbeerkranz. Ich wollte ihm die ganze Zeit Edelstein sagen. Ich weiß nicht, wieso. Welches Spiel spiele ich denn gerade, wo man Edelsteine sammeln muss? Nicht wirklich viele. Gar keins, würde ich mal sagen. Ein Spiel mit Edelsteinen, das ist aber sehr selten. Höchstens Minecraft, aber da würde ich Gem sagen. Ach, ich habe doch keine Ahnung. So, hier ist jedenfalls... ich dachte, hier wäre ein Lorbeerkranz. Nee. Hä, ist ja komisch. Warum dachte ich denn das? Warum dachte ich muss den wegziehen, um rüberzukommen, kann aber gleichzeitig noch einen Vorteil daraus ziehen, weil wenn ich ihn wegziehe, ist da ein Lorbeerkranz. Hä, verstehe ich nicht. Komisch. Irgendwie hatte ich diesen Gedanken, dass da eine Belohnung ist. Merkwürdig. Na gut, ich werde dem
werde den auf den Grund gehen. So, und diesmal machen wir es hier andersrum, sonst steht ja Asterix auf dieser Plattform drauf, aber diesmal war es Obelix. So, und hier an dieser Stelle dreht sich die Kamera immer nicht. Ganz furchtbar. So, jetzt dreht sie sich endlich. So, wunderbar. Endlich hat sie die Kamera gedreht. Und guck mal, jetzt kommen wir auch aus der Stadt raus, überall Steine und Felsen und so. Nee, das sind wieder Fliesen. Na, schön. Ich weiß gar nicht, wie viel jetzt noch kommt von... Oh, ja, natürlich. Natürlich. Das ist ein ganz wichtiger Kampf. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, den das Spiel an dieser Stelle macht. Und ein sehr cooler Kampf. 100. Oh ja, der erste Kampf gegen dreistellige Gegnerhorden. Ein 100er Kampf, der allererste im Spiel. Bei weitem nicht der letzte, aber es ist ein sehr cooler Kampf, denn hier ist die Dichte von den Gegnern doch deutlich höher als in den Kämpfen davor. Und es gibt, glaube ich, auch keine Centurios hier und keine Gladiatoren, die jetzt irgendwie die Geschwindigkeit aus dem Kampf rausnehmen würden, sondern nur kleine Legionäre und diese größeren Legionäre hier mit diesem Dreizack. Nee, ist ja kein Dreizack, ist ein Speer, ne? Einfach nur ein größerer Speer. Also die gibt es hier, aber ich glaube, ansonsten gibt es hier nichts, was irgendwie die Geschwindigkeit aus dem Kampf rausnimmt. Sehr, sehr cool. Ihr seht, wir haben auch... Doch, ein Kombo haben wir schon gemacht, ein Fallhammer. Aber wir müssen immer bedenken, ein Fallhammer besiegt nur einen einzigen Gegner. Der bringt zwar die anderen Gegner so weit, dass wir sie nur noch einmal schlagen müssen und dann sind sie besiegt, aber sie besiegen sie nicht komplett. Das ist das gleiche wie mit dem Drehen. Also nur ein einziges Kombo gemacht und trotzdem sind wir jetzt schon bei 40 Gegnern. Also bei nur noch 40 Gegnern, schon 60 besiegt. Schöne Kampfdichte und vor allem finde ich die Umgebung wunderschön. Griechenland ist eine sehr schöne Welt. Es ist einfach schön anzugucken hier, diese Umgebung. Und ich muss mal sagen, ein cooler Kampf und ein wichtiger Schritt im Verlauf des Spiels. Wir sehen, wir haben wenig Energie, meine Güte. Da habe ich die ganze Zeit nicht drauf geachtet. Und hier wieder die gleiche Situation wie mit den einzelnen Centurios. Hier sollen immer nur zwei von den großen Legionären gleichzeitig auf dem Kampffeld sein, damit es nicht zu viele werden. Und jetzt haben wir hier noch 14 von denen und müssen die nacheinander besiegen. Jetzt ist diese Dichte vom Kampf extrem rausgenommen, weil wir die nacheinander besiegen müssen. Das ist schon ein großer Krampf, ist aber halt notwendig, um den Kampf nicht unendlich schwer lassen zu werden. Wenn hier von mir aus 30 von diesen großen Legionären von Anfang an auf uns losgelassen werden würden, dann wäre der Kampf sehr viel schwerer. Also gegen 20, 30 von denen anzutreten, ist knifflig. Das lasst euch mal gesagt sein. Aber ich glaube, zu so einem Kampf wird es nie kommen. Ich glaube, einen Kampf nur gegen Centurios werden wir nie haben. Na okay, bei einem sehr, sehr, sehr großen Kampf später im Spiel wird ein großer Teil des Kampfes, also ein großer Teil des Kampfes nur aus Centurios und großen Legionären bestehen. Ach egal, ich sag mir jetzt einfach nicht zu viel. So, jetzt hauen wir noch ein paar Schweine, auf das wir noch ein bisschen Fleisch bekommen. Aber hier ist bestimmt doch noch irgendwo ein Schild. Und doch so noch Energie, ja, alles gar kein Problem. Ich glaube, da hinten ist noch ein Lorbeerkranz. Jetzt, wo ich die Gebiete sehe, fällt mir das langsam alles wieder ein. Wir kommen doch auch jetzt noch zu irgendeinem Bereich mit Lava, oder? Irgendwie ist mir jetzt so ein bisschen nach Lava. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber irgendwie glaube ich, da ist noch was. Komisch, an Griechenland habe ich jetzt gar nicht mehr so die Erinnerung. An die anderen Länder schon eher, aber an Griechenland nicht so wirklich. Ist komisch eigentlich. Obwohl Griechenland eine Zeit lang sogar meine Lieblingswelt war. Weil man da kann man richtig durchrushen und die ganze Zeit von einem Kampf in den anderen fliegen. Ohne ein einziges Mal hören zu müssen, dass die Musik aufhört. Das ist schon eine coole Sache. Okay, kein Lorbeerkranz, aber dafür ein Schild. Oder wir gucken mal nochmal genau. Kann man hier nicht raus schwimmen wie bei dem anderen Bereich auch? Hm. Ja, Mist. Nee, kann man anscheinend nicht. Na gut, aber hier oben auf dem Dach gibt es, glaube ich, einen Lorbeerkranz, oder? Könnte ja jetzt auch die ganze Zeit sein, dass ich immer wieder die Schilde mit Lorbeerkränzen verwechsel. Das wäre natürlich auch schlecht. So, schnell hoch mit dir. Und ja, da gibt es noch ein paar größere Centurios. Das sind aber nur drei. Aber auch gegen drei ist es erstmal schwer. Man muss sie viel ausweichen, um erstmal sein Kombo zu kriegen. Ich meine, wenn man den Kombo hat, dann sind die Schläge schnell genug. Dann kriegt man das hin. Also ich brauche jetzt den Kombo nicht unbedingt, um ein Kombo zu machen, sondern einfach, weil die Schläge dann so schön schnell sind. In Asterix und Obelix XXL2 gibt es dieses System nicht mehr, sondern auf andere Art und Weise. Da bekommt man halt die flammenden Fäuste, oder wie die heißen, brennende Fäuste, weiß ich nicht. Die bekommt man da, wenn man eine bestimmte Gegneranzahl in einer bestimmten Zeit besiegt hat, genauso wie hier mit dem Kombo. Man kann aber seine Kombos
immer benutzen. Also die sind unabhängig von diesen feurigen Fäusten. Es gibt auch Kombos, für die man feurige Fäuste braucht, aber das ist auch etwas, was erst später im Spiel kommt. Ja, jetzt erzähle ich schon über den Nachfolger, obwohl ich noch nicht mal den hier durch habe. Und ihr habt ja die Insel gesehen. Hier gibt es verflucht viele Punkte. Verdammt, jetzt war ich einmal rum. Jetzt hatte ich es geschafft, ich will das Schild da oben haben. Ah, jawohl, richtig Parkour. Da holen wir uns hier einen schönen Multiplikator und werden die ganzen Kisten kaputt machen. Und ich glaube, hier kommt man auch ziemlich gut weit mit den Multiplikatoren, also dass man immer wieder einen aufsammeln kann, wenn der andere gerade dabei ist, schwächer zu werden, sozusagen. Ich glaube, hier kommt man ziemlich gut durch und hat immer einen laufenden Multiplikator. Natürlich eine ziemlich große Insel nur fürs pure Punkte sammeln. Und dementsprechend sollte man es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Man sollte schon zusehen, dass man hier so viele Punkte holt wie möglich. Und hier ist tatsächlich eine unsichtbare Wand. Das sah eben nicht nur so aus. Hier ist wirklich eine... hier kann man nicht runterspringen und wegschwimmen. Das geht nicht. Und ich glaube, die Kisten vom Anfang werden wir am Ende nochmal holen müssen, weil die Multiplikatoren uns wahrscheinlich die Schräge nach oben treiben werden. Zu anderen Punkten und anderen Multiplikatoren. Und nicht zurück zu unseren... Ah, Mist! Ah, das war eine Idee zu kurz. Verdammter Mist. Scheiße. Das hätte besser ausgehen können. Ein paar Sekündchen, ein, zwei Sekündchen und das wäre besser ausgegangen. So, und hier haben wir nur 5 lächerliche Helme in diesen Kisten drin. Ihr seht, man wird mit Asterix ziemlich bestraft, wenn man diese Kisten kaputt macht. Wir haben ja jetzt auch nicht mal ein Kombo. Vielleicht würde ein Kombo diese Ausbeute auch noch verändern. Oh, kommt schon, das war nicht fair. Der Multiplikator war gerade am Weggehen und ich habe einen neuen eingesammelt. Das war nicht fair. Ach, nee, das war nicht in Ordnung. Eigentlich hätte ich immer noch den Anfang-Multiplikator haben können und der wäre jetzt bestimmt schon bei 40 oder sowas. Ha, Mist. Naja, schön, egal. Aber seit ich das letzte Mal auf den Helmzähler direkt geachtet habe, haben wir schon 10.000 Punkte gemacht und das ist schon einiges. So, oh, da ist noch einer. Sehr schön. Und hoch. Und schnell noch mehr Punkte eingesammelt. Schnell, schnell, schnell. Verdammt, so ein blöder Dreck. Ja, jetzt aber schnell. Mist, hier sind nur noch diese Aufzüge, sind gar keine Punkte mehr. Ich glaube, der einzige Punkt ist nur noch oben und da kommen wir jetzt gar nicht hin, wa? So, hier springen wir aber durch. Da bekommen wir nämlich einen Lorbeerkranz auf dem Weg. Ist doch wunderbar. Jetzt fehlt tatsächlich nur noch einer. Aber ich sage euch jetzt schon mal, in Griechenland gibt es keine Rutschpartie. Ich meine, was soll hier auch rutschig sein, ne? Hier gibt es ja überhaupt kein Eis und kein Schnee. Tja, Mist. Also ein Lorbeerkranz fehlt noch und ich weiß nicht, wo der sein könnte. Ich habe keine Ahnung. Der muss irgendwo an einem ganz trivialen Ort sein, an irgendwas ganz Normalem. Irgendwas, ja, irgendwas, was nicht besonders ist. So, hier können wir, wie gesagt, mit Obelix nichts anfangen. Jetzt ist auch plötzlich Idefix an unserer Seite. Das ist ganz toll auf die Repetierkanone... sich zu setzen, ist so ein gutes Mittel, um Idefix zu sich zu teleportieren, weil der immer auf der Repetierkanone drauf sitzt an der Seite. Das ist also eine sehr gute Art und Weise, um den zu einem zu teleportieren. Sehr cool. So, ich bin fast der Meinung, hier ist der Lorbeerkranz irgendwo. So, holen wir erstmal Obelix hier rein und werden da die Wand kaputt machen. Nur 30. Und schon ist die Repetierkanone blockiert. Na natürlich, was sonst? Jetzt, wo wir wieder vereint sind, muss erstmal irgendwas blockiert werden. Ansonsten macht es ja alles keinen Sinn hier. Was sind jetzt die Gegner? Oh, da. Also man muss sich, wenn in so einem kleinen Bereich, wie wir hier gerade drin sind, keine Gegner mehr spawnen, da muss man sich mal so ein bisschen bewegen, um die Kamera praktisch von den Ecken wegzuholen. Weil die Römer spawnen nur außerhalb im Sichtfeld der Kamera. Und wenn wir so stehen, dass die Kamera den gesamten Bereich abdeckt, dann können keine Römer spawnen. Das ist einfach so, die können dann nicht erscheinen. Das wird in den ganz späteren Kämpfen im Spiel anders gelöst und sehr clever mit Bereichen, wo wir nicht hingehen können und die immer außerhalb unseres Sichtfelds sind. Aber hier muss man sich halt ein bisschen bewegen, wenn man weiterkämpfen will. So. Mist, das ist die Vorbereitung hier auf die infernalische Maschine, ich weiß es. Aber ich glaube fast, hier finden wir noch einen Lorbeerkranz. Und ich glaube, der ist hier gleich rechts um die Ecke. Nicht wahr? Oder? Nein. Mist, wo ist er? Scheiße, ich habe ihn nicht gefunden. Ah, verdammter Mist. Guckt euch mal die letzten Episoden an und sagt mir, wo der letzte Lorbeerkranz ist. Verdammte Scheiße, ich habe ihn nicht gefunden. Dreck. Dreckiger Dreck. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt auf die Maschine springen? Sieht so aus, als würde man rankommen. Ja, wahrscheinlich würde ich sterben. Verdammter Mist.
nicht gefunden.